Eine Idee von Barbara und Klaus Egler. 1984 waren sie aus ihrer Heimatstadt ausgereist. Im nahen Franken haben sie sich mit einem Quelle-Shop eine neue Existenz aufgebaut. Jetzt wollen sie ein solches Geschäft auch in Weida eröffnen. Es wäre das erste in der DDR. Sie präsentieren in Fürth bei der Quelle AG ihren Plan. Doch die Herren aus der Vorstandsetage sind zunächst skeptisch, was die Kaufkraft der noch DDR-Bürger angeht. Die hätten ganz gerne von uns am liebsten Tagesumsatzzahlen gehabt. Und das konnten wir natürlich nicht. Wir konnten bloß sagen, dass wir wissen, dass die meisten Leute schon über ein gewisses Kontingent an Westgeld verfügen. Wenn auch nicht sehr viel, aber es hat jeder ein bisschen Westgeld. Nach langer Bedenkzeit bekommen Barbara und Klaus Egler plötzlich grünes Licht. Der Versandhandel Riese will das Risiko eingehen. Am 19. März 1990 haben wir die Nachricht bekommen von Quelle, dass der erste Shop in der DDR am 29. eröffnet werden soll. Es gibt da kein Zurück. Die Handzettel werden gedruckt. Da könnten wir nichts mehr dran rütteln. Wir hatten also nur 10 Tage Zeit, um den Laden komplett vorzurichten, von der Fensterfront über Regale, über Elektrik, über Fußböden. Es war also sehr, sehr kurzfristig. Das alte Ladengeschäft, das der Familie gehört, ist in einem mehr als traurigen Zustand. 10 Tage Zeit, um daraus eine bunte westliche Verkaufsinsel zu zaubern. Für die Eglers und vor allem für Quelle steht viel Prestige auf dem Spiel. Es war Alarmbereitschaft, ganz hohe Alarmbereitschaft, weil nämlich Otto in der Woche drauf ihren ersten Otto-Shop in Leipzig eröffnen wollte. Und da wollte die Quelle natürlich der erste Vertrieb sein hier im Osten. Die Spannung steigt Tag für Tag. Bei Eglers und den Einwohnern. Der Quelle-Laden zieht die Neugierigen und Kaufhungrigen magnetisch an. In Weida kontrollieren selbst in der Nacht vor der Ladeneröffnung Neugierige die letzten Vorbereitungen. Die Spannung war sowieso groß, weil ja jeder sah in Weida, dass da irgendwas passiert. Ne? Also erst kamen neue Schaufenster, dann waren die Schaufenster zugehängt, dann gab es neue Eröffnungen, was passiert hier, was entsteht hier eigentlich? Und da war das Interesse natürlich unwahrscheinlich groß. Dann ist es soweit. Klaus Egler dokumentiert es mit seiner Videokamera. Kurz vor 9. Und jetzt sind es ca. 100 Leute vor dem Geschäft. Und da noch ein paar Eckensteher. Es wird interessant. Als wir um 9 Uhr den Laden aufgemacht haben, standen so viele Leute da, dass wir uns wirklich überlegten, was machen wir mit den Leuten? Die können nicht einfach die Tür öffnen. Guten Morgen erstmal. Wir wollen in unser allen Interesse nicht alle Leute reinlassen, da sieht niemand was. Wir wollen immer nur 8 Leute reinlassen. Sind Sie damit einverstanden? Wer war der Allererste? Der riesige Andrang macht den extra angereisten Mann vom Quelle-Vorstand glücklich. Es gibt Kundengeschenke, die Kasse klingelt, obwohl nur in D-Mark verkauft wird. 3 Monate vor der Währungsunion. Es war unvorstellbar. Wir haben täglich Karten und Briefe bekommen. Also ob aus Rostock oder Sonneberg. Wirklich aus der ganzen Republik haben wir Bestellungen bekommen, Briefe mit Bestellungen aus den Quelle-Katalogen, wo die Leute das im Einzelnen alle her hatten. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber es war ein wahnsinniges Interesse.